Ich habe jetzt die Ehre, den nächsten Speaker ankündigen zu dürfen. Habe ich vor einem guten halben Jahr kennengelernt bei unserer Mastermind in Düsseldorf damals. Ist ein sehr erfolgreicher Online-Unternehmer und aber auch eine wirklich spannende und inspirierende Persönlichkeit. Haben uns vor einem knappen Monat nochmal hier in Köln getroffen zum Essen, um sich auszutauschen. Nachher noch einen guten Drink zusammen genossen. Dabei hat er mir von seiner aktuellen Mission erzählt. Er möchte dieses Jahr gerne 100.000 Menschen dabei helfen, 1.000 Euro nebenbei zu verdienen. Und deswegen ist er auch heute hier. Bitte einen großen Applaus für Manuel González. So. Dankeschön erst einmal und einen wunderschönen guten Tag. 1.000 Euro nebenbei. Für wen? Einmal kurz den Arm hoch. Ist das interessant, 1.000 Euro nebenbei zu machen? Wer sagt 1.000 Euro nebenbei? Brauche ich nicht, ich habe schon viel oder sowas. Ich finde 1.000 Euro ist jetzt nicht der Betrag, der mich interessiert. Ja, lieber vielleicht 10.000 Euro. Ja. Ich fand es jetzt spannend, dass bei 10.000 weniger Hände oben waren als bei 1.000. Ich finde es so toll einfach, mit welchen Leuten wir hier wirklich in einem Raum sein dürfen. Auch, die einfach so viel Erfolg haben, die so viel geschafft haben. Und ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn ich so jemanden treffe, ja, auch Matthew zum Beispiel, wenn ich solche Jungs treffe, dann justiere ich mich in die richtige Richtung. Und eure Aufgabe, ihr kennt ja den Durchschnitt der 5 Leute, ja, aber eure Aufgabe ist es, dass ihr euch so oft wie möglich justiert. Der Punkt ist nämlich, wenn ich mit manchen spreche, die gerade auch vielleicht anfangen, sich über das Unternehmertum oder Online-Marketing zu bilden, die haben noch eine komplett andere Justierung als jemand, der das vielleicht schon seit 5, 6, 7 oder 10 Jahren macht. Und diese Justierung, das ist das, was ich meine mit dem, was ihr versteht darüber. Das ist für euch nichts Neues, aber der Punkt ist, klemmt euch an Leute dran, die das drauf haben, was ihr wollt. Es ist nichts Neues für euch, aber holt es euch mehr, weil das ist der Punkt Nummer 1. Die Leute fragen mich, wie komme ich denn an jemanden, der weiß, was ich wissen will, anschreiben, hingehen, bei solchen Events persönlich kennenlernen. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich auch zum Beispiel mit Tom Klusmann gestern nochmal drüber gesprochen habe. Der schnellste Weg auch, um jemanden kennenzulernen und damit auch an sein Ziel zu kommen, ist einfach tatsächlich hierher zu gehen und mit dem zu reden. Ich meine, wir sind einfach da. Also macht das, ja. Und der Punkt ist, das System, das ist ziemlich kacke, für mich zumindest gewesen. Wer von euch war in der Schule? Ein bisschen besorgt, wie wenig Hände gerade oben. Sitzt ihr deswegen jetzt im Online-Marketing-Veranstaltung oder bei der, oder kann das sein? Ich versuch's nochmal. Wer von euch war in der Schule, ja? Okay, das waren jetzt mehr, ja? So. Der Punkt ist, ich war auch in der Schule und ich behaupte mal, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, ja? Der Punkt ist aber, mein Abi zum Beispiel ist 3,4. Ja, also das hat für mich nicht funktioniert. Und der Punkt ist, ich dachte eigentlich damals, ich muss ja scheinbar entweder blöd sein oder wirklich so faul, wie meine Mama behauptet, oder ich bin halt wahrscheinlich einfach nicht konform fürs System. Das funktioniert nicht, ich passe da nicht rein. Der Punkt ist, ich dachte, ich sei kaputt. Wer hat schon mal für jemanden gearbeitet, wer hat schon mal irgendwo was gemacht und hat nicht richtig reingepasst und hat sich gedacht, fuck, das kann doch nicht sein, dass ich einfach nicht funktioniere. Hat das schon mal jemand erlebt auch irgendwo? Ja. Die Frage ist nämlich, arbeiten wir in einem System oder arbeitet ein System für uns? Und die zwangsläufige Folge von, wenn wir nicht in einem System funktionieren, ist, dass wir ein System bauen müssen, das für uns funktioniert, in dem wir dann vielleicht auch selber wieder funktionieren. Der Punkt ist, was mir dann klar wurde, war, nicht ich bin kaputt, das System ist kaputt. Und deswegen reden wir über Persönlichkeitstypen, weil es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die funktionieren in bestimmten Systemen und andersherum, Systeme, die funktionieren für Persönlichkeitstypen. Und es gibt Situationen, wo das nicht der Fall ist. Wir reden über den einfachsten Weg zu Geld und wir reden, wie gesagt, auch nochmal über die Zukunft. Diese drei Parts, ja, über die ich mit euch auch sprechen möchte, also der eine Part, ja, ist, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Ja, das Thema Persönlichkeitstypen. Der andere Part ist, wie klappt es denn? Ja, ob jetzt 1.000 Euro oder 10.000 Euro nebenbei, das ist gar nicht die Frage, weil wenn man das eine verstanden hat, dann ist das andere nur noch eine Null. Und Part 3 ist, wie wird es in Zukunft klappen? Weil es wird sich viel verändern. Es wird sich, und zwar nicht in 100 oder 200 Jahren, wir reden hier über in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich meine, denk mal 20 Jahre zurück. Der eine oder andere war noch nicht geboren, aber wer da schon geboren war, da gab es noch nicht mal wirklich Handys. Also denkt mal 20 Jahre zurück und jetzt überlegt euch mal, was in 20 Jahren ist. Ja, da vor 20 Jahren gab es noch nicht mal richtige Computer. Wer von euch findet, dass er selber ein Held ist? Versuchen wir auch nochmal. Wer von euch, und ihr dürft auch gerne mitmachen, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Wer hat schon mal gehört, dass Komfortzone verlassen gut ist auch? Okay, geht ein bisschen aus der Komfortzone raus mit mir bitte. Wer von euch glaubt, dass er ein Held ist? Und die Antwort ist ganz einfach, ihr hebt einfach die Hand und sie sagt, ich. Aber ganz zart, weil das erste Mal trauen wir uns noch nicht so. Ganz vorsichtig, ja? Ich. Ja, ihr seid doch ganz gut schon. Es gibt schon ein paar echt gute dazwischen. Ich glaube nämlich auch, mal abgesehen davon, dass ich mich selber für einen Held halte, halte ich jeden von euch für einen Helden. Wer ein Held ist oder nicht, wer entscheidet das? In meinen Augen
Ich selber entscheide, ob ich ein Held bin. Ihr habt alle eine Heldenreise hinter und vor euch. Das heißt, die klassische Heldenreise, ja, ich gehe mal ganz schnell durch. Ihr habt in der normalen Welt gelebt, ja, dann habt ihr irgendwann eine Mission bekommen. Ob das jetzt 1.000 Euro nebenbei ist, ein Online-Business, die Kinder verpflegen mit etwas, was automatisiert läuft, ist egal. Aber ihr habt eine Mission bekommen. Dann habt ihr irgendwann gesagt, ey, vielleicht ist es doch nicht das Wahre und es funktioniert nicht für mich oder es ist ungemütlich oder und es kamen Widerstände auf und ihr habt euch noch umgeguckt, ob es vielleicht noch was anderes gibt auch. Ja, und wenn das noch nicht war, dann passiert das noch. Das ist normal. Dann seid ihr aufgebrochen. Ihr habt gesagt, ich mach das jetzt. Und jemand hat gesagt, du bist doch verrückt. Ist doch Quatsch, du kannst doch nicht aus deinem Job raus oder du kannst doch nicht dieses Internet-Ding machen, so. Du bist doch verrückt. Ja? Ihr habt Kämpfe gekämpft, ihr habt Schweiß, Blut und Tränen vergossen. Ihr habt einen persönlichen Drachen gefunden oder werdet ihn finden. Für den einen oder anderen sind es vielleicht Zahlen, für den einen oder anderen ist es vielleicht der Partner. Ja, für den einen oder anderen ist es vielleicht PPC-Marketing. Für den, wen auch immer, ist es vielleicht Conversion. Ja, der Punkt ist, ihr findet euren Drachen. Und wenn ihr euren Drachen gefunden und besiegt habt. Und das kann auch nur der innere Schweinehund sein. Und dann kommt ihr zurück als Held von der Reise und ihr könnt allen erzählen, wie es funktioniert. Nicht mal im Sinne von, dass ihr das jemandem beibringt, aber ihr wisst es. Und das ist das Wichtige. Das Spannende ist niemals, wie viel bringt mein Unternehmen mir an Geld. Ja? Die Frage klären, die stellen wir uns sowieso. Die spannende Frage ist eigentlich immer, was lerne ich da draus? Ich gründe mit Leuten Unternehmen aus Prinzip, weil ich weiß, die haben richtig was auf dem Kasten. Mir ist scheißegal, dass ich damit Geld mache oder nicht. Mir geht es darum, dass ich das mit denen verstehe, wie das funktioniert, wie die es machen. Und am Ende des Tages kann ich selber. Und zwar morgen und übermorgen und jeden anderen Tag auch wieder. Und das ist das Wichtige. Jeder von denen hat einen Helden betreut. Und ihr seid doch Helden. Und ich bin auch überzeugt, dass jeder von euch einen gewissen Mentoren hat. Und die Frage, die ihr euch aber immer stellen müsst, ist der Mentor, den ihr habt, der, den ihr braucht? Oder ist es vielleicht jemand anderes? Ja? Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es ein bestimmter Mensch ist. Ja? Es kann auch sein, dass es eine Gruppe von Menschen ist. Es kann sein, dass es ein irgendwas Virtuelles ist auch oder so. Aber der Punkt ist einfach, ihr braucht Guidance, wie der Amerikaner sagt. Ihr braucht einfach, ihr seid ja an einem Punkt A und ihr wollt ja an einen anderen Punkt B. Und der Weg dazwischen, der ist ja nicht das erste Mal gegangen werden, wenn ihr da durch seid. Ich habe all das verstanden, wie das funktioniert, weil ich die richtigen Mentoren hatte. Und die Umsetzung, ihr müsst es ja nicht mal selber machen, ihr müsst es ja nur verstehen. Die Umsetzung könnt ihr ja machen lassen. Wenn ihr das versteht, versteht ihr auch, was für einen Mentoren ihr braucht. So, der eine von euch ist also der, dem die Frauen zufliegen, ja. Dann, vielleicht hat jemand keinen Bock auf Nummern und Zahlen und Details, vielleicht, ja. Vielleicht ist jemand der Geduldige, der still sitzen und in einem Spreadsheet sich ergötzen kann an den Zahlen. Ich werde das niemals hinkriegen. Nie. Und andere Leute können sich nicht im Leben vorstellen, auf der Straße auf einen fremden Menschen zuzugehen, den sie nicht kennen, und hinzugehen, hey, du siehst cool aus, wer bist du? Das ist das Einfachste auf der ganzen Welt für mich. Das ist die Frage, habe ich das gelernt? Ja. Kann das jeder lernen? Ja. Ist das der leichteste Weg, um glücklich zu werden, um Erfolg zu haben, in welcher Hinsicht auch immer? Nein. Der Punkt ist, wir haben oben eine kreative Energie, unten haben wir eine ordnende Energie, rechts extrovertiert, links introvertiert. Was heißt das? Extrovertierter Mensch, ja, das bin zum Beispiel ich. Ich bin genau hier in der Mitte, da steht Supporter dran. Ich habe so einen Test gemacht, den kann man einen Test machen, gebe ich euch auch gleich. Und ich dachte so, geil, ja, Kumpel von mir ist Lord. Oh, krass, das klingt cool. Ja, ey, Dicker, ich bin Lord. So, ich bin Supporter. Das war nicht so cool, ja. Dealmaker. Ich habe gehofft, ich sei Star vielleicht, das klingt auch so cool. Ja, aber das leider alles nicht, ja. Und da sehen wir so Leute wie zum Beispiel Creator Steve Jobs, ja. Wir sehen so Leute wie zum Beispiel hier, wie heißt der Kollege von Alibaba nochmal? Kennt ihr das, die Plattform in China? Wahnsinnskerl, Lord, ja. Dann haben wir unten Warren Buffett zum Beispiel, der Trader. Was ist ein Trader? Ein Trader ist ein Typ, der einfach ganz geduldig ist, der nicht sofort, wenn die Aktie sich rumkurst und so, der dann sofort verkaufen muss, sondern der sagt, langsam, ja. Zeit wird kommen, ja. So ein Dealmaker zum Beispiel ist einer, der holt sich, das ist so ein klassischer Alex Fischer, sage ich ganz gern. Der ist extrovertiert, ja, der kann gut geordnet sein. Ja. Der Punkt ist, dass wir uns irgendwo befinden, heißt nicht, dass wir das andere nicht lernen können. Es heißt nur, dass das für uns schwerer zu lernen ist. Viel schwerer. Und ich bin zum Beispiel, ich bin offensichtlich da drüben angesiedelt und es ist kein Zufall, dass ich auf der Bühne stehe. Ja, das ist, irgendwie hängt es scheinbar zusammen. Ja. Es ist wesentlich einfacher, wenn man eben
das macht, wofür man gedacht ist. Ihr werdet das nochmal verstehen an einem anderen Zeitpunkt. Nun, wie gesagt, wir haben zwei Wege, Wert zu schaffen. Ich habe aus ein bisschen Spaßgründen mal die Eins nach vorne gepackt. So, wir haben kreativ und wir haben messend. Ja, wer empfindet sich als messend? Ja, messend, was heißt das? Das ist jemand, der vielleicht nicht so kreativ ist, der aber extrem gut da drin ist, Dinge zu messen und zu ordnen. Bei dem ist der Schreibtisch immer sehr clean. Diese zwei Wege, Wert zu schaffen, die sind so krass geil. Warum? Wenn man die kreative Energie hat, man schafft eine neue Welt. Das sind die Kreativen. Das ist so ein Mark Zuckerberg, der einfach was aus dem Boden stampft, was so geil ist, dass es für die ganze Welt funktioniert. Der Messende ist notwendig, damit Mark Zuckerberg funktionieren kann. Und Mark Zuckerberg ist notwendig, damit der Messende funktionieren kann. Aber der Messende, was macht der? Der setzt sich hin und guckt, was hat funktioniert, wie ist die Welt, wie sieht sie aus. Der beschreibt die Welt, wie sie ist. Und der verwendet das Wissen über die Tatsachen, über die Fakten dafür, die Welt auch zu verändern. Wir haben dann noch zwei Wege, Wert zu vermehren. Einmal ist das die Skalierung, einmal ist das das Gewicht. Mit Gewicht meine ich logischerweise nicht den Bauch, den wir dabei haben, auch wenn der auch viel wert ist. Es geht vor allem bei der Skalierung, ist offensichtlich, wir verkaufen von einem Produkt mehr. Und bei dem Gewicht, wir verkaufen ein teureres Produkt. So eine klassische Skalierung, ja, das ist einfach jemand, der sich mit Zahlen gern auseinandersetzt, der guckt, wie kriege ich das hin, das aufzudrehen. So ein klassisches Gewicht ist jemand, der kennt halt zum Beispiel Leute. Das Skalieren ist eine eher introvertierte Natur. Und das Gewicht ist eine extrovertierte Natur. Weil der rennt halt rum und der kennt halt auf so einer Veranstaltung, kennt er halt dann Leute und geht hin. Hey, wollen wir nicht mal einen Deal machen? Ja, lass doch mal einen Deal machen. Zack, 100.000 gemacht mit einer Affiliate-Kooperation. Und wenn ihr das jetzt für euch selber hinkriegen wollt, wenn ihr jetzt sagt, nice, das mache ich, alle vier. Ja, Wert schaffen, Wert vermehren, Wahnsinn. Genau das ist das, worauf ich Bock habe. Dann braucht ihr genau diese vier Kästchen. Weil da ist euer Drachen. Positiv oben. Ja, negativ unten. Sein links, tun rechts. Was heißt das auf Deutsch? Sein ist alles, was ihr von Natur aus mitbekommen habt. Ja, wir reden also über euren Persönlichkeitstypen. Tun ist all das, wofür ihr euch entschieden habt und wogegen ihr euch auch entscheiden könnt. Sein ist zum Beispiel gut mit Zahlen. Ich bin von Natur aus gut mit Zahlen. Das ist meine Chance. Ja, das ist schon da. Ich kann das greifen, ich kann das nutzen. Das Tun positiv ist etwas, wofür ich mich entschieden habe. Vielleicht Online-Marketing. Ich sage, ich kann das vielleicht nicht von Natur aus, so klassischerweise, aber ich tue das jetzt, weil ich weiß, dass es mir das bringt, was ich will. Und zwar nicht nur das Ergebnis am Ende, sondern auch den Spaß währenddessen. Das ist ganz wichtig, weil dann hast du keine Ergebnisse, wenn du keinen Spaß hast. Das Tun negativ, das könnte Rauchen sein, das könnte Trinken sein, das könnte auch Essen sein. Wir tun alle Sachen, von denen wir vielleicht sogar wissen, dass sie negativ sind und uns vielleicht sogar nicht an unsere Ziele führen. Und das ist auch okay, weil das ist nicht das, was uns umbringt. Ja, außer wenn wir jetzt vielleicht krasse Drogen nehmen oder so. Aber der Schatten, der ist ein richtiges Arschloch. Weil das ist der Grund, warum wir nicht da sind, wo wir gern wären. Das ist die Stimme, die uns sagt, machst du morgen. Ja, der Schatten, das ist diese Schwiegermutter, die einen klein hält. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht so eine hat. Ja. Der Schatten, das ist das Risiko, das ist nämlich unser Verlangen danach, etwas zu machen, etwas zu sein auch, was uns einfach nur im Weg steht. Wo wir am nächsten Tag aufstehen und denken, wie bist du eigentlich? Und wir kriegen es nicht mal hin, das zu kontrollieren, denn es kontrolliert uns. Der grüne Pfeil. Dann kriegen wir es hin, immer die richtigen Dinge zu tun. Wer glaubt, wenn ich das hinkriege, das zu bekämpfen, diesen Drachen zu ermorden? Und das ist der Grund, warum ich mit euch über den ersten Part, über euch reden wollte, die Persönlichkeit, ja? Weil die Persönlichkeit ist der erste Part in eurem Business-Fahrplan. Ihr könnt euch den auch runterladen auf businessfahrplan.de, ist kostenlos, ja? Was da oben passiert, ist einfach, dass wir diese Persönlichkeitstypen haben, dann haben wir das Thema, das könnte Fitness sein oder was auch immer. Dann bauen wir uns ein Team auf, Aufmerksamkeit, Kundenbeziehung, Monetarisierung, Verkauf, Upsell, dann 1.000 Euro nebenbei. Und zwar wirklich so einfach, als dass ich die einfach nur alle ankreuzen und dann einmal schnell umsetzen muss. Weil, warum? Ich habe einen Mentoren, der mir zeigt, wie es funktioniert. Ich verstehe mich selber inzwischen. Und ich habe einen Business-Fahrplan, wie eine Karte, wo ich einfach nur langfahren brauche. Und jeder, der Erfolg hat, hat diese Punkte hingekriegt. Mal mehr, mal weniger, aber jeder hat das hingekriegt. Zwar nicht nur im Business, sondern auch in allen anderen Bereichen. Wenn jemand ein richtig krasser Sportler ist, welcher Sportler hat keinen Mentoren? Welche Nationalmannschaft hat nicht 5 Trainer? Das sind die besten Fußballspieler auf der Welt und die haben Mentoren. Jetzt halt mal dein Dreieck so davor
So, ist nicht nur ein Zaubertrick, sondern das, was ihr gerade versteht, ist, dass dieses Dreieck einfach jede Seite einmal kurz berührt. Und wenn ihr das hinkriegt, danke, wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr alle Energien, die ihr braucht, um ein krasses Unternehmen aufzubauen. Weil die Struktur ist abgedeckt, die Kreativität ist abgedeckt, das Gewicht zu schaffen durch Kontakte ist abgedeckt und das Skalieren ist abgedeckt und die ganzen Zahlen. Und das ist das, wie dieser Quadrant funktioniert. Was ist der kürzeste Weg, wie der einfachste, der ist fast schon idiotensicher, um Geld zu machen? Die drei Bilder da. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt Bilder von mir genommen habe. Einmal den Business-Fahrplan zum Beispiel. Ja. Da trägt sich jemand ein, ja, in diesem Business-Fahrplan, der gibt sein Lead an. Wenn ihr das macht, dann gebt ihr auch eure Telefonnummer an. Und das ist vollkommen okay, weil wir rufen euch an und wir wollen euch Gutes tun. Wir rufen euch an und wir sagen, was können wir für dich tun? Zum Beispiel. Und dann sagt ihr, ich hätte gern Verständnis davon. Und dann sagen wir, hast du denn schon mal dieses Video geguckt? Hast du dieses Buch gelesen? Oder hast du vielleicht Bock, mal bei einem Event vorbeizukommen? Und das ist der zweite Teil, deswegen habe ich hier so ein Handy in der Hand und guck so frech. Weil wenn ihr eine Website besucht, hat die Website ziemlich viel Stress damit, eine Beziehung zu euch aufzubauen. Aber wenn ihr mit einem coolen, entspannten Menschen telefoniert und ihr seid sofort Best Friends, hey Mann, cool, dass du dich eingetragen hast. Ich finde es Wahnsinn, weil das bedeutet, dass du dein Leben angehst. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich. Da ist sofort eine Beziehung da. Und der Schritt dann zum Beispiel am Telefon 7 Euro auszugeben, ist so, pff, komm, machen wir. 50 Euro oder 100 oder 1000 oder 5000 auszugeben, pff, komm, passt. Weil die Beziehung ist da. Aber auf einer Website hättet ihr den niemals gekauft. Ihr kennt den nicht, der will nur mein Geld. Ja, bestimmt funktioniert es eh nicht. Und wenn ihr diese Sachen aber am Telefon sagt, dann hat der Mensch auf der anderen Seite die Möglichkeit, euch zu helfen, zu verstehen, dass diese Gründe, die ihr gerade genannt habt. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr holt euch, wie in diesen Quadranten angezeigt, euer Dreieck. Und einer davon ist vielleicht, das bist du vielleicht, der nicht telefonieren will und jemand anderes, der telefonieren will. Und ihr habt schon 2/3 von dem Dreieck geschafft. Das ist der schnellste, der einfachste, das ist der effektivste Weg, Geld zu machen. Und jetzt ist das Spannende, für den, der für die anderen telefoniert, weil der kriegt Provision, 1000 Euro nebenbei zu machen damit, geschenkt. Für den, der das Produkt erstellt hat, damit Geld zu machen, geschenkt, weil jemand anderes das ja schon verkauft. Es werden noch andere Dinge passieren, die ihr unbedingt beachten müsst. Und das ist diese künstliche Intelligenz, von der wir reden. Was heißt die künstliche Intelligenz? Wir sehen da dieser Mensch. Ja? Wir denken so, oh, künstliche Intelligenz, ja, wir sind, das ist unsere Entwicklung als Mensch, wie wir die Intelligenz aufgebaut haben. Wir denken künstliche Intelligenz, die süßen kleinen Roboter, ja, die machen so, das ist irgendwie ein kleines dummes Ding, das kann uns nicht viel. Aber das entwickelt sich exponentiell. Das heißt, das passiert in den nächsten Jahren, in unserer Lebensspanne. Und das bedeutet, dieser Human Progress kommt daher, dass die künstliche Intelligenz so explodieren wird. Ja? Die reale Entwicklung ist, dass die künstliche Intelligenz sich, Moore's Law heißt das, ja, dass generell die Transistorenleistung, dass die Transistoren kleiner geworden sind, das heißt, die Chips konnten mehr, alles größer werden und es war mehr Leistungskraft auf weniger Platz. Und am Ende des Tages hat heute jedes Handy mehr Rechenleistung als die NASA, als sie auf den Mond geflogen ist. Jetzt stell dir mal vor, wie das in 50 Jahren aussieht, wenn sich das immer wieder verdoppelt. Ja, es ist ein bisschen schwer zu fassen, deswegen, das ist, wenn sich etwas exponentiell entwickelt. Die ganze Zeit passiert nichts. Jahrelang passiert nichts und in 2 Jahren ist das Ding voll. Das ist exponentiell. Und das ist auch die künstliche Intelligenz. Wir haben die ganze Zeit nichts davon gehört, jetzt so ein bisschen Siri dies, ja, oder irgendwie autonomes Fahren das. Aber wartet mal noch 10, 20 Jahre. Die künstliche Intelligenz wird uns so brutal überholen und wir werden mit ihr verschmelzen. Das ist gut und schlecht. Ja, wir sind ja schon mit ihr verschmolzen, mit unserem Handy. Wir reden darüber, dass wir früher künstliche Intelligenz hatten. Heute haben wir Narrow künstliche Intelligenz, das heißt, die kann einfache Aufgaben ausführen. General AI, Artificial Intelligence, beschreibt menschliche Intelligenz quasi. Und Super AI, das ist so in circa 30 Jahren, die wird uns so mies abhängen, das ist unglaublich. Da seht ihr die Intelligenz, General AI, ja, das ist, wenn die so schlau ist wie wir. Und da seht ihr, wie die Superintelligenz schlau sein wird. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen, ihr könnt das alles im Internet finden. Wir werden definitiv als Rasse aussterben, weil alle Rassen aussterben. Oder wir finden eine Superintelligenz, die uns was verrät, wie wir es nicht schaffen. Also wie wir es schaffen, nicht auszusterben. Die Zukunft wird passieren, all diese Dinge, das wird passieren. Ja. Und die meisten fragen sich, werde ich das noch erleben? Das ist ja spannend, ja. Aber meine Frage an euch ist nicht, ob ihr das erleben werdet. Meine Frage an euch ist schlichtweg, ob ihr das schaffen werdet. Ja. Werdet ihr die Zukunft machen? Abraham Lincoln hat gesagt, the best way to predict the future is to create it.
Ich danke euch, dass ihr mir die Chance gegeben habt, euch ein bisschen was zu erzählen. Und ich freue mich, wenn wir wiedersehen. Und ich freue mich auch, wenn ich draußen stehe und mich jemand anspricht. Ihr seid alle super. Dankeschön. Applaus